Die Jahreshauptversammlung der Pensionisten in Schwechat war dieses Mal eine ganz besondere. Nach 20 Jahren gab die beliebte Leiterin ihren Posten ab. Voller Dankbarkeit und Stolz blickt die Vorsitzende des Pensionistenverbands Schwechat im Rahmen der Jahreshauptversammlung auf die letzten 20 Jahre des Vereins zurück. Es ist so, vor 20 Jahren wurde die Frage an mich herangetreten, ob ich vielleicht den Pensionistenverband Ortsgruppe Schwechat übernehmen möchte. Ich habe es eigentlich zögerlich gemacht, weil ich nicht sicher war, ob ich der Aufgabe gewachsen bin. Ich habe es dann doch gemacht und heuer ist es 20 Jahre, dass der Pensionistenverband besteht und wir konnten die Mitgliederzahl fast verdoppeln. Das 12-köpfige Team des Pensionistenverbands plant regelmäßige Aktivitäten, um das Sozialleben ihrer Mitglieder zu fördern. Und wir kommen im Jahr auf ca. 28 Aktivitäten, also das heißt zu ca. 2 Mal im Monat. Und das setzt sich zusammen aus Ausflügen, aus Reisen, aus Theateraufführungen, beziehungsweise dass wir ins Theater gehen. Und wir machen auch kleine Ausflüge, Schiffsreisen. Und das kommt sehr gut an. Wie finden Sie es, dass es den Pensionistenverband hier gibt? Ich finde es das ganz toll, weil sehr viele Leute in diesem Alter schon alleine sind. Und da findet man Gesellschaft und das ist wirklich wundervoll. Es ist ein Miteinander, man unternimmt miteinander eben viele Sachen, wird letztendlich abgelenkt, beziehungsweise es ist einfach jemand da, wo man Fragen hat, die im Alltag einfach auftreten können. Wenn jetzt der Partner zum Beispiel verstirbt, es ist jemand da, der Hilfestellung leistet. Und das zeichnet einfach diesen Pensionistenverband aus, wo man auch sieht, größte Beliebtheit. Ich bin früher, jetzt ein bisschen zu alt schon, sehr viel gereist mit dem Pensionistenverband. Das ist derart angenehm, du stößt den Koffer beim Autobus hin und kriegst ihn am Hotelzimmer mit allem drum und dran. Das war ganz, ganz toll immer. Und jetzt ist es soweit, dass ich heuer den Vorsitz an ein jüngeres Team bzw. an den Vorsitz meiner Frau Susanne Bilwein, das ein Mitglied von uns ist, übergebe und ich trete in die zweite Reihe als ihre Stellvertreterin. Ich habe wunderschöne Zeiten, viel Glück, viel Freude in diesen 20 Jahren erlebt und ich weiß, dass es auch weitergehen wird, denn die Susanne Bilwein, die meinen Vorsitz jetzt übernimmt, ist sehr engagiert und wird weiterhin den Verein in guten Händen weiterführen.